Herzlich willkommen in Los Angeles. Nein, das hier ist noch nicht der BMW M3, aber das ist das derzeitige Spitzenmodell vom neuen Dreier. Das ist der BMW M3 40i. xDrive wird bei uns im nächsten Jahr auf den Markt kommen und der hat durchaus beeindruckende Leistungsdaten. Er hat einen Sechszylinder unter der Haube mit 374 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment und geht von 0 auf 100 in, Achtung, 4,4 Sekunden. Also durchaus beeindruckend. Die Frage ist, ob man überhaupt noch einen M3 braucht. Ja, braucht man natürlich schon. Aber was dieses Auto hier sonst noch so ausmacht, zeigen wir euch jetzt mal. Ja, und bei mir ist Ralf Mahler zuständig für das Produktmanagement von BMW hier in den USA. Herr Mahler, Sie haben uns ja was ganz Schönes mitgebracht hier in Los Angeles. Es ist kein M3, aber trotzdem irgendwie schon ziemlich nah dran. Was ist das Besondere an diesem Auto? Ja, was wir versucht haben mit unserem neuen M3 40i, war im Prinzip eigentlich die Kombination von einem klassischen Dreier, was jeder normalerweise eben vermuten würde, aber auch eben die Sportlichkeit mit reinzubekommen. Das heißt also, das, was vielleicht auch ein Stück weit bei den M-Kunden von einem M3 erwartet werden würde, hier eigentlich zu kombinieren. Und deshalb haben wir im Prinzip eigentlich viele Dinge am Fahrzeug verändert. Wenn wir uns das anschauen, beispielsweise der Grill bzw. unsere Niere ist in sogenannter Mesh-Optik verfasst worden, auch mit einer Kontrastfarbe, um letztendlich diese Sportlichkeit nochmal zu unterstreichen. Wir haben M-Performance-Parts auch an den Stoßfängern dran. Das heißt also, das ganze Fahrzeug ist in Richtung Sportlichkeit getrimmt worden. Und zwar nicht nur in der Optik, sondern auch, was das ganze Thema Technik angeht. Wir haben beispielsweise Limited Slip Differential drin und ein paar andere schöne Dinge, die letztendlich diese Sportlichkeit und das, was eigentlich das Salz in der Suppe ausmacht für jemanden, der nicht tagtäglich sportlich fahren möchte, aber in dem Moment, wo er mal sportlich fahren möchte, eben alles zur Verfügung hat. Das hat sich ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen verändert. Früher gab es klassischerweise M3, M5 und mittlerweile diese M-Performance-Modelle. Warum hat man das eingeführt? Am Ende des Tages ist es im Prinzip eigentlich die Nachfrage vom Kunden. Wir haben sehr sportliche Kunden, wir haben sehr fordernde Kunden und wir haben natürlich aber auch unsere Technik im eigenen Haus, wo wir genau diese beiden Welten und Forderungen wunderbar verbinden können. Am Ende des Tages geht es darum, dass der Kunde zufrieden ist und zwar ein Fahrzeug hat am Tag, das Alltagstauglichkeit ihm gibt, auch den Stress ein Stück weit wegnimmt. Deshalb bieten wir natürlich auch unsere autonomen Fahrsysteme an, für einen Dreier genauso wie für einen X7 oder einen 8er. Aber natürlich genauso das ganze Thema Sportlichkeit. Das heißt, in dem Moment, wo er aus dem Alltag rauskommt und einfach mal abschalten möchte und das Fahren genießen möchte, die Ultimate Driving Machine, wie wir hier in den USA sagen, da haben wir genau das richtige Konzept eigentlich hier. Haben Sie denn noch Luft nach oben? Weil ich meine, der M3, der muss jetzt schon ganz schön was opfern. Ja, na, selbstverständlich. Sonst würden wir sowas auch nicht machen. Wir legen uns auch ganz gerne die Messlatte selber ein Stück weit nach oben. Und natürlich ist die Erwartungshaltung, dass da noch oben was draufkommt. Und ich kann versichern, da kommt was. Wir müssen noch so ein kleines bisschen auf dieses Baby warten. Erst im Sommer 2019 kommt er dann zu uns. Zu den Preisen sagt BMW offiziell noch nichts, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass der schon über 60.000 Euro losgehen wird, vielleicht bei 62,5 oder so. Wenn man sich mal so das Konkurrenzumfeld von AMG oder vom Audi S5 anguckt, dann liegen die auch so auf der Höhe. Also darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich glaube, auf das Auto können wir uns grundsätzlich freuen.